Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen, liebe Zuschauer. NRW ist Energieland Nummer 1 und soll es auch bleiben. Das ist das Lied, das wir beinahe in jedem Plenum hier singen. Es ist ein wichtiges Bekenntnis zum Industriestandort NRW. Denn NRW erzeugt nicht nur sehr viel Energie, sondern verbraucht diese auch. Energie ist für NRW so wichtig wie die Luft zum Atmen. Soweit zum Konsens mit dem CDU-Antrag. Leider aber schwingt, wie üblich in jeder Zeile mit, dass es um ein Festhalten an den vorhandenen Strukturen, Kraftwerken und Ressourcen geht. Es geht wie immer darum, wenn CDU und FDP Anträge dazu einbringen, die Position der Energieriesen zu halten oder gar zu stärken. Das ist nicht das Anliegen der Piraten in NRW. Wir wollen den Wechsel. Wir wollen ein Braunkohleausstiegsgesetz. Wir wollen weg von der fossilen Energiegewinnung hin zu einer dezentralen Energiegewinnung aus erneuerbaren Ressourcen. Dazu sind aber ganz andere Schritte notwendig, als es der CDU hier vorschwebt. Dazu ist es erforderlich, die Erneuerbaren zu stärken, ihren Ausbau zu forcieren und nicht den Ausbau zu bremsen. Insbesondere jetzt, da die Erneuerbaren in dem Bereich der Wirtschaftlichkeit auch ohne Förderung vorstreben, sind Ausbaukorridore und Deckel kontraproduktiv. Sie hemmen ganz bewusst und unnötig den Ausbau. Wenn man die Stromkosten senken will, dann kann man das sehr einfach tun. Man kann die Ausnahmen für die Industrie zurückfahren, denn die Industrie profitiert längst von den veränderten Marktpreisen. Wir halten es für absolut möglich und nur fair, die Industrie mindestens in dem Maß, in dem sie am Preisverfall für Strom an der Börse profitiert hat, zu beteiligen. Man könnte die Steuer auf den Strompreis deckeln oder auf die extrem teuren Offshore-Projekte verzichten. Man könnte auch die HGÜ-Trassen deutlich in Frage stellen und alle bis auf Südlink, von dem wir aktuell glauben, dass es die einzige notwendige Trasse sein wird, verzichten. All das wären Zeichen dafür, dass man sich die Probleme mit den steigenden Energiepreisen kümmern will und zu einer dezentralen Energiewende in Bürgerhand steht. Stattdessen aber werden gerade die Bürger benachteiligt und weiterhin auf zentrale industrielle Stromproduktion gesetzt. Die Piraten in NRW wollen, dass NRW sich stark macht für einen beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren. Die Piraten wollen, dass die Zukunft der Energie so dezentral wie möglich ist. Wir glauben, dass wir die industrielle Gewinnung von Strom auf ein Mindestmaß zurückfahren können und müssen. Wir wollen, dass dabei die Braunkohle, also der schmutzigste fossile Rohstoff, sehr früh verzichtbar wird. Und weil NRW eben einer von zwei großen Braunkohlestandorten ist, halten wir es deswegen für zwingend erforderlich, dass gerade NRW vorweggeht bei den Erneuerbaren, vorweggeht beim Ausbau der Netze auf der unteren Ebene, vorweggeht bei der Speichertechnologie und beim Versuch, auf fossile Energie zu verzichten und sich davon unabhängig zu machen, so schnell es eben geht. Dafür machen wir uns stark. Das erwarten wir von NRW. Vielen Dank.